Hallo meine Lieben, ja, ein kurzer Disclaimer oder eine kurze Info vorab, bevor das Video jetzt losgeht. Das Video besteht aus zwei Teilen und zwar habe ich einmal bei IBM bestellt und dann habe ich nochmal bei IBM bestellt. Und als ich das erste Video gedreht habe, was ich jetzt gleich im Anschluss euch zeige, wusste ich natürlich noch nicht, dass ich noch ein zweites Mal bestellen werde. Deswegen schaltet jetzt nach dem ersten Teil bitte nicht ab. Es kommt noch ein zweiter Teil hinten dran, den werde ich jetzt nämlich drehen. Und ja, nur damit ihr da Bescheid wisst, ne? Also jetzt kommt Teil 1, das war die erste Bestellung und dann im Anschluss kommt nochmal Teil 2 mit meiner jetzigen, also zweiten Bestellung. Also viel Spaß beim Angucken und bis dann! Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es ein spannendes Video, würde ich mal sagen, weil es geht heute um die heiß diskutierte, sehr meinungsspaltende, völkerspaltende, okay, jetzt so voll übertrieben, ne? Marke IBM, IBM Creations. Das ist ja, man könnte sagen, der neueste Piep aus den USA. Sehr gehypt im Moment, sehr, wie gesagt, kontrovers diskutiert. Wir werden jetzt gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Und ja, wie das halt immer so ist, ne, mit neuen Marken, ne, gerade jene, die so viel Furore sorgen, sage ich mal. Ich muss sie natürlich haben. Ne? Ich muss sie natürlich haben. Ich habe das jetzt bei Candle Warmers, also bei der lieben Anja von Candle Warmers im Shop bestellt, weil ich auch durch sie auf die Firma aufmerksam geworden bin. Aber so wie ich das mitbekommen habe, kann man das auch bei anderen Shops bestellen. Also ja, googelt es einfach mal, dann werdet ihr schon finden, wo man das Ganze bestellen kann. Genau, das war ja, wie gesagt, ein bisschen kontrovers, die Einführung sozusagen in den deutschen Markt, weil, also ich erzähle es jetzt so aus meiner Perspektive, ne, wie ich das mitbekommen habe, war dieser Duft, wie gesagt, dann bei Candle Warmers gelauncht und der hat dann für so einen kleinen Hype gesorgt. Ne? Also ich habe es jetzt nicht, wie gesagt, ich habe jetzt nicht 100% alles mitbekommen oder wie auch immer. Ich habe nur mitbekommen, dass es da irgendwie, dass da so ein Hype drum entstanden ist. Ne? Dass die Leute das total gefeiert haben, dass die das toll fanden. Es gab mir wieder was Neues, ne? Eine neue Marke auf dem Markt. Und dass die Leute sich da so drauf gestürzt haben, mehr oder weniger. Und dann war es halt super schnell ausverkauft. Ne? Und dann hat die liebe Anja wohl gesagt, ich mache jetzt sowas wie eine Vorbestellung. Ne? Also ihr könnt euch von, ich weiß gar nicht, wie viel Düften, 40, 70, ich weiß nicht mehr genau, Düften, durfte man sich dann welche in den Warenkorb legen, vorbestellen. Und sie hat das dann direkt aus den USA importiert und hat das dann an einen geschickt. Ne? Was ich echt eine richtig coole Aktion fand, weil so musste man sich halt nicht um die Düfte kloppen, ne? Weil, ja, sie waren halt super schnell weg. So, ne? Und ja, deswegen fand ich das richtig cool, dass man sie vorbestellen konnte. Ich habe es jetzt auch gemacht. Ne? Ich hatte sie vorbestellt und sie sind jetzt auch gestern angekommen. Und ja, ich wollte sie mit euch einfach mal kurz durchgehen. Und ja, ich sage einfach mal so ein bisschen meine Meinung dazu, ne, wenn es irgendjemanden interessieren sollte. Und ja, genau, ich habe, warte mal, wie viel habe ich? Ich glaube, 18 Düfte sind das. Habe ich vorbestellt, ja. Wenn schon, denn schon, ne? Und ja, wie gesagt, das Kontroverse sozusagen ist jetzt eigentlich, also so kontrovers ist es eigentlich nicht, ne? Aber manche sagen, sie sind nicht so intensiv, andere wiederum sagen, ich nehme sie gar nicht wahr, andere sagen, sie sind ganz gut. Es kommt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen auf den Raum an, ne? Auf die Duftlampe, die du verwendest, auf den Duft. Wahrscheinlich sind auch nicht alle Düfte gleich intensiv, ne? Also ich meine, das sind ja alles so Faktoren, die da auch eine Rolle mit reinspielen, so. Also wie gesagt, so wie ich das mitbekommen habe, ist das halt eher so eine kleine Firma, ne? Und Handmade, ne? Also es wird irgendwie, wie gesagt, vermute ich mal, in so einer kleinen Manufaktur irgendwie hergestellt. Und ja, da kann es halt immer mal sein, ne? Dass die Düfte nicht ganz so gut performen oder dass halt noch Luft nach oben ist, sagen wir mal so, ne? Also wenn Goose Creek zum Beispiel jetzt durch die Bank weg immer nur leichte Lüftchen machen würde, dann würde ich, glaube ich, noch mehr enttäuscht sein als jetzt bei so einer Marke, ne? Weil, wie gesagt, es ist halt relativ neu, es ist, so wie ich weiß, handmade. Also, ja, ne, was willst du da großartig erwarten, sage ich mal, ne? Also, wie gesagt, die Meinungen sind sehr gespalten. Und ja, ich freue mich darauf, mein eigenes Bild von der Marke mir machen zu können. Habe jetzt, wie gesagt, 18 Düfte hier. Und ja, genau, wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt durch.
Und ich weiß, dass viele von euch da draußen, weil sie haben es gestern und vorgestern, habt ihr die ja auch alle gepostet bei euch in der Story, dass ihr auch alle eure Bestellungen bekommen habt. Und deswegen interessiert es mich natürlich auch, was ihr zu der Marke sagt. Ne? Ob ihr denkt, wird das der neue Shit oder ne, wird das eher nicht so gut ankommen? Oder wie ist es bei euch persönlich angekommen? Also das würde mich natürlich auch interessieren. Wie gesagt, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine großartige Meinung. Ich kann halt immer nur das sagen oder ne, wiedergeben, was ich gehört habe oder gelesen habe. Und ja, aber ich freue mich drauf, meine eigene Meinung mir jetzt bilden zu dürfen. Und ja, bevor ich jetzt noch weiter rede, zeige ich euch jetzt einfach mal, welche Düfte ich so bestellt habe. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, sie zu testen und euch dann anschließend, also anschließend jetzt nicht in diesem Video, aber irgendwann später vielleicht in einem Aufgebraucht oder so nochmal zu erzählen, wie ich die Düfte dann empfunden habe. Oder schaut auf Instagram vorbei, ich kann es immer wieder sagen, folgt mir auf Instagram. Da reviewe ich ja auch immer mal wieder Düfte und schreibe da meine Bewertung zu. Deswegen, also es kann sehr wahrscheinlich sein, dass in den nächsten Wochen einer von den Düften dann bei Instagram in meiner Review auftaucht. Ne, wisst ihr Bescheid. Genau, so, jetzt aber ne, nicht lang schnacken. Der erste Duft, den habe ich euch ja jetzt auch schon gezeigt, ist der Daisy Fields. Und, ach ja, genau. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, wollte ich noch mal kurz was sagen. Einige meiner Melts sind leider, okay, der ist jetzt heile geblieben, aber einige meiner Melts sind leider gebrochen beim Transport. Also ich weiß jetzt nicht, ob es beim Transport von, also von da, wo ich bestellt habe, zu mir gebrochen ist oder ob es, es kommt ja aus Amerika, ob es von Amerika nach Deutschland gebrochen ist, ne, irgendwie beim Transport. Ich denke mal, es kam ja mit dem Flugzeug wahrscheinlich. Ob es da jetzt irgendwie zu kalt war oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls manche, das werdet ihr dann ne, noch sehen, sind leider gebrochen. Und die sind aber, also an sich finde ich es nicht schlimm, wenn das bricht, aber die sind so ungünstig gebrochen. Also ich zeige es euch dann. Also jetzt nicht zum Beispiel so, wie es normalerweise brechen würde, sondern irgendwie so zum Beispiel oder so. Also ne, so ganz ungünstig einfach. Das fand ich leider ein bisschen schade, aber lässt sich wahrscheinlich irgendwie auch nicht vermeiden. Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls kommen wir jetzt mal zu den Düften. Also Daisy Field war lustigerweise einer der Düfte, die mir am besten gefallen haben. Weil ich einfach finde, dass der total authentisch nach so einer Frühlingswiese duftet. Der riecht total zart, blumig, floral und gleichzeitig so, hat er so eine ganz leichte Süße. Aber ja, der hat sowas, der, ich weiß auch nicht, der, also der hat mich so verzaubert, der Duft. Ja, also wirklich, also so wie es eigentlich auch auf dem Bild abgebildet ist, es riecht wirklich wie nach, wie als würdest du durch so eine Frühlingswiese laufen, durch eine Frühlingswiese laufen, ja, war das Deutsch, ja. Also der gefällt mir schon mal echt gut. Und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie sie warm performen werden, weil ich habe ja jetzt noch keine eigene Meinung. Ich kann nur das sagen, was ich gehört und gelesen habe. Ich bin sehr gespannt, wie der mir gefällt. Ich denke mal, der wird auch demnächst dann auch schon direkt in die Lampe wandern, weil das halt so ein richtig schöner Frühlingsduft ist, ne? Wenn es dann wieder ein bisschen wärmer wird, ne? Es ist ja auch im Moment so kalt. Oh. Es war so schönes Wetter, ne? Und jetzt ist es wieder so kalt. Naja. Dann habe ich mir geholt den Banana Split. Ich glaube, den haben sich auch ganz, ganz viele geholt, ne? Weil der auch, oh, mit den, wie nennt man die? Sprinkles. Nee, nicht Sprinkles. Wie heißt Konfetti? Nee, Konfetti ist auch nicht. Sprinkle? Sprinkle? Oh, mir fällt es gerade nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Diese Konfetti-Dinger hier. Also ich glaube, Banana Split haben sich echt viele Leute geholt. Und ich, also hier sieht man das zum Beispiel, dass der auch gebrochen ist. Also der ist jetzt recht gut gebrochen, würde ich sagen. Ne? So einfach einmal gerade durch. Ja, der riecht lecker, ne? Oh, der riecht lecker. Mmh, so richtig yummy nach, ja, also wirklich nach so einem Bananen-Split. Also, ne, so mit ganz viel Sahne, Schlagsahne, süße Sahne, Banane. Oh, das riecht lecker, ne? Da kriege ich direkt Hunger. Also da freue ich mich auch schon drauf, den mal in die Lampe zu geben. Bananasplit. Dann habe ich mir bestellt den Cashmere Cedar oder Cedar. Ja, eigentlich eher so ein Herbst-Winter-Duft, aber ich meine, ist ja nicht schlimm, ne? Ja,
Riechen wir jetzt nochmal an. Also als die gestern gekommen sind, waren sie halt auch super kalt, ne? Deswegen, ich habe zwar einmal an allen geschnuppert, aber ich habe sie auch nicht so richtig wahrnehmen können, weil es halt noch so kalt war, ne? Also im Transporter war es scheinbar so kalt, dass die Mails auch alle so kalt waren. Und ich finde, wenn die halt noch so kalt sind, dann riechst du halt nicht so wirklich was, ne? Also deswegen, ich fand sie gestern auch wirklich schwach, als ich an ihnen gerochen habe. Aber heute ist es auf jeden Fall schon besser. Heute rieche ich sie besser und nehme sie auch besser wahr. Ja, und ich muss sagen, Kaschmir, ist das der Postbote? Ist eigentlich noch viel zu früh für ihn. Naja. Also der Kaschmir Cedar, oder Cedar heißt es ja auf Deutsch, ne? Cedar, Kaschmir und Cedar. Tatsächlich ist die Post, ne? Oh mein Gott. So früh, naja. Nicht ablenken lassen. Ja, der ist schön. Der ist schön. Also den Kaschmir Cedar finde ich wirklich schön. Ganz toll. Ich finde, das ist jetzt nicht so ein typischer Kaschmirduft, wie man ihn so kennt, sondern eher so. Der riecht eher so ein bisschen nach einer kuscheligen Wolldecke. So wie es eigentlich auch auf dem Bild abgebildet ist, ne? So eine Flanell-Wolldecke, als wäre die gerade frisch gewaschen irgendwie. Also, ich finde, so irgendwie riecht das. Ja, total angenehm. Also jetzt nicht so ein typischer Kaschmirduft, würde ich sagen, aber irgendwie auf seine eigene Art und Weise doch sehr schön. Ja, kann man mal machen. Dann der nächste Kaschmirduft, Kaschmir und Silk, also die Seide. Ja, ich glaube, der war auch schön. Ich rieche nochmal dran. Ist jetzt auch wieder so einer, der gebrochen ist. Der ist jetzt auch relativ gut gebrochen, muss ich sagen. Ja, und der erinnert mich an einen Duft von Duftmädchen, den ich letztens unter der Nase hatte. Ich hatte ja bei ihr bestellt. Wann war das? Im März irgendwann? War das März? Ja doch, das war im März. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Duft hieß, aber der riecht, finde ich, fast genauso. Also sehr so seidig, so... So edel, Kaschmir. So ganz zart und edel. Also ja, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also wirklich auch ein sehr schöner Duft, der mir schon kalt sehr gut gefällt. Wobei ich sagen muss, im direkten Vergleich finde ich den hier noch ein bisschen schöner. Den Kaschmir Cedar. Dann der American Dream. Ich war mir nicht ganz sicher, weil es gibt ja von Lush den American Cream Duft. Und der hieß ja jetzt American Dream. Und dann dachte ich so, ja, ob die wohl irgendwie ähnlich riechen. Aber dann dachte ich so, ja, der heißt ja Dream und der andere heißt Cream. Also eigentlich, vielleicht haben sie auch gar nichts miteinander zu tun, so, ne? Aber als ich dann dran gerochen habe, muss ich sagen, es ist der Duft. Es ist der American Cream Duft von Lush. Falls ihr den kennt, das ist ja, also es gibt ja von Lush so einen Conditioner mit dem Duft und ich glaube auch ein Körperduschgel. Auch mit dem Duft. Das ist halt so ein Vanille-Erdbeer-Milchshake-Duft. Ich weiß gar nicht, Erdbeer oder Vanille-Milchshake? Ich glaube, ein Vanille-Milchshake-Duft soll das sein. Der ist halt so super einzigartig, finde ich. Also, wenn man das riecht, finde ich, man erkennt sofort, dass das der von Lush sein soll. Ja, weil ich den einfach so einzigartig finde, den Lush-Duft, den ich übrigens auch sehr gerne mag. Ich hab den Conditioner eine Zeit lang richtig gesuchtet. Ich habe echt so viele Flaschen davon leer gemacht. Aber irgendwann wurde es dann auch ein bisschen teuer, ne? Weil die sind ja auch nicht günstig, ne? Also ich glaube, so ein Lush Conditioner kostet ja irgendwie 20, 25 Euro. Das ist schon viel, ne? Für einen Conditioner. Naja. Ja, dann habe ich hier den Napa Valley Sunset Type. Naja, bei Type dachte ich schon so, ist das vielleicht ein Dupe zu Yankee Candle? So, ne, den Napa Valley Sun von Yankee Candle. Aber ich finde nicht. Der hat zwar was Süßliches, was Spätsommerliches. Aber der Napa Valley Sun, der riecht nochmal ganz anders, finde ich. Also leider kein Dupe, aber trotzdem ein schöner Duft. Napa Valley Sunset. Ja, wäre immer interessant zu wissen, was für ein Type, ne? Also Type heißt ja immer Dupe zu irgendwas. Und also zu was soll das denn ein Dupe sein, wenn nicht zu Yankee Candle? Vielleicht Bath & Body Works? Ich weiß es nicht.
Weil der Lavender Marshmallow ist ja, glaube ich, ein Dupe zu Bath & Body Works, aber bei dem weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, ob Bath & Body Works eine Kerze hat, die so heißt. Leider. Ja, genau, dann machen wir auch direkt mal weiter mit dem Lavender Marshmallow. Da habe ich gestern noch mit der lieben Jessica von Snowfox Candles geschrieben. Und hatte sie gefragt, ob der auch so riecht wie die Kerze von Bath & Body Works. Und sie meinte, ja, sie gehen schon in eine ähnliche Richtung, aber ich glaube, 1:1 war es jetzt nicht. Aber ich muss sagen, der Lavender Marshmallow hier, der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Oh. Oh, also die Mischung zwischen Lavendel und Marshmallow ist hier so gut ausgewogen. Oh, dass ich ganz verliebt bin, ne? Also der gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Also ja, wir machen am Ende nochmal so eine Top 3, würde ich sagen, oder Top 4, mal gucken. Der ist auf jeden Fall ganz vorne dabei. Also Lavender Marshmallow. Sehr, sehr nice. Ja, dann habe ich natürlich, ne, so ein Klassiker eigentlich auch, ne? Pink Sugar von IBM. Natürlich sind ja alle von IBM. Pink Sugar ist einfach so ein Allrounder, ne? Ich liebe, 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 liebe Pink Sugar. Und hier seht ihr das zum Beispiel, was ich meine mit, die sind so ungünstig gebrochen, ne? Also hier ist, also der Würfel ist quasi einmal so und dann einmal hier so schräg rüber und dann ist hier noch ein Stück raus und ja, ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen blöd gebrochen, aber können wir mitleben, ne? Können wir mitleben. Ja, also den habe ich mir eigentlich bestellt, weil ich dachte, den kannst du gut mischen. Ne? Den kannst du zum Beispiel, wenn du irgendeinen Duft ein bisschen süßer haben willst oder ein bisschen fruchtiger oder wie auch immer, kannst du da einfach einen Würfel Pink Sugar mit reinhauen. Und dann, ja, hast du so einen süß abgerundeten Duft. Deswegen habe ich mir den eigentlich bestellt. Aber man kann ihn natürlich auch solo düften. Ne? Pink Sugar ist einfach Pink Sugar. Ist ein geiler Duft, ne? Ja, dann habe ich hier noch Coconut Mango. Ja, ist auch wieder so eine Kombi, ne? So, oh, lecker! Ich liebe Coconut Mango. Oh, ja, und der riecht auch toll. Mm, also richtig yummy, lecker. Also, ich glaube, IBM macht Food-Düfte echt ganz gut. So, ne? Ich glaube, das ist so deren, ja, Spezialität vielleicht nicht, aber, also, die haben schon echt geile Food-Düfte, sagen wir mal so, ne? Und ich finde, Coconut Mango ist jetzt nicht wirklich Food, ne? Aber ist halt, ja doch eigentlich schon, oder? Ja, jetzt nicht Food, Food, sondern eher so fruchtig, ne? So ein fruchtiger Duft, der mir echt sehr gut gefällt. Ja, gefällt mir gut. Dann habe ich hier den Cotton Amber. Das war, glaube ich, auch, ich glaube, das war der einzige, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Duft, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, weil... Also die Cotton-Note ist mir zu stark und zu, ja, fast schon zu stechend. Also ich finde, oder vielleicht kommt es ja noch warm, ne? Man weiß es nicht. Aber meiner Meinung nach hätte die Amber-Note noch so ein bisschen, also ne, der Bernstein hätte noch so ein bisschen mehr durchkommen können. Dass der noch so ein bisschen Wärme verleiht, ne? Und so ein bisschen, ja, sowas Rauchiges, Warmes, Kuscheliges. Ja, kuschelig jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine so, ne? Er riecht schon sehr arg nach Waschmittel, so. Waschmittel, Weichspüler. Ja, Weichspüler jetzt auch nicht. Ja, eher so Waschmittel. Ja, muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, wie er warm ist. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Cotton Amber. Ja, und dann bleiben wir mal bei Amber. Der Chocolate Amber, der durfte auch noch mit. Chocolate Amber Type. Also zu was ist das jetzt ein Dupe? Ich habe keine Ahnung. Auch wieder Bath & Body Works. Ich weiß es nicht. Und ich muss sagen, also ich fand, als ich den Namen gelesen habe, so eine Chocolate Amber, dachte ich so, Schokolade mit Amber, ob das irgendwie zusammenpasst? Das ist irgendwie so eine komische Kombi. Aber der hat was, ne? Der hat was. Irgendwie, der hat was. Das ist auch mal so eine Kombi, die nicht so everyday ist, ne? Nicht so, was du überall an jeder Ecke findest, bei jeder Duftfee oder so.
sondern wirklich mal was anderes, ne? Und ich finde, die Schokoladennote riecht man jetzt nicht so unbedingt explizit als Schokolade raus. Ich finde, er hat so ein bisschen eher was Nussiges. So was Nussiges und dann mit Amber. Oh, der ist schön. Das haben die echt gut hinbekommen. Chocolate Amber. Gefällt mir auch erstmal ganz gut. Dann haben wir hier den Candy Corn, der auch in drei Farben gegossen wurde, natürlich. Candy Corn ist ja auch so eine Liebe von mir, ne? Ich liebe Candy Corn Düfte. Und oh. Ja, der riecht auch richtig yummy, ne? So. Ich finde, der riecht nicht ganz so süß wie zum Beispiel der von Goose Creek. Ich weiß nicht warum. Ich finde, dem fehlt so ein bisschen dieses quietsche-süße. Ja, wobei der von Goose Creek ist halt auch nicht so quietsche-süß, aber ich bin gespannt, wie der warm sein wird. Ich bin gespannt, ob da noch so ein bisschen noch dieses süßliche, also es ist ja eine Süßigkeit letztendlich, ne? Also ob dieses Süße noch so ein bisschen mehr durchkommt. Weil jetzt im Moment riecht es eher so wirklich karamellig, ne? Es riecht sehr stark karamellig. Aber nicht so süß-süß. Also eher so Karamell. Ja, bin ich sehr gespannt, wie der warm rauskommen wird. Limited Halloween Edition. Oh. Okay. So, dann haben wir den Fruity Bubblegum. Soll wahrscheinlich so riechen, wie die Kaugummis, die da abgebildet sind. Das sind ja diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Juicy Fruit? Heißen die so? Ich glaube, so in die Richtung soll das riechen. Ja, und genau so riecht das auch. Ne? Das riecht echt wie dieses Kaugummi. Wobei ich finde, jetzt so kalt im Behälter oder im Clamshell, finde ich ihn sehr dezent. Sehr dezent. Also ich bin gespannt, wie der warm rauskommen wird, ob ich den überhaupt riechen werde, ne? Also ich muss schon wirklich meine Nase so richtig reinhalten, damit ich den Duft überhaupt wahrnehme, ne? Das ist immer ein nicht ganz so gutes Zeichen, aber ja, gucken wir mal, ne? Fruity Bubblegum. Und dann habe ich hier noch den Movie Theater Popcorn. Ja. Ich weiß leider nicht, ob der so riecht wie der von Goose Creek, der Movie Night oder Movie Date, weil die Kerze habe ich nicht zu Hause. Aber ich dachte mir, ich bestelle mal die Popcorn-Version von IBM. Ich muss sagen, der ist jetzt wiederum im Gegensatz zu dem Bubblegum zum Beispiel sehr intensiv. Also da kommt einem richtig so diese buttrige Maisnote so entgegen, ne? Boah, also ich bin gespannt, wie der warm sein wird, ne? Ob der einen so richtig so umhauen wird. Der riecht schon sehr arg butterig, ne? Es riecht wirklich, als würdest du gerade so Butter in der Pfanne schmelzen, ne? Ja. Ja, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Im Moment habe ich eher so die Assoziation, das riecht für mich, als würde ich jetzt gleich kochen, ne? Als würde ich gerade irgendwie so Butter in der Pfanne anbraten und gleich. Keine Ahnung, da jetzt mein Reis reinschmeißen oder mein. Keine Ahnung, was man halt mit Butter macht, ne? Also, ich mache ja übrigens. Wir machen ja immer türkischen Reis, ne? Also, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Reis. Es gibt ja Basmati-Reis, keine Ahnung, Reis, bla bla bla. Und ich mache halt immer die türkische Art Reis und die wird halt immer mit Butter gemacht, ne? Also, du machst Butter in eine Pfanne. Dann machst du den Reis rein und dann brätst du den Reis halt kurz an. Damit der nachher beim Kochen halt so ein bisschen bissfester ist und so nicht klebt. Ne? Damit der nicht klebt, später wenn er dann fertig ist, braten wir den Reis immer kurz in Butter. Und dann mit der doppelten Menge Wasser auffüllen, ne? Salz, Gewürze, was auch immer. Und dann machst du den Deckel drauf, lässt es kurz aufkochen und wenn es dann gekocht hat, drehst du es auf Minimum, also bei uns ist es dann 1, drehst du den Herd auf 1 und dann lässt du das 20 bis 30 Minuten komplett in Ruhe, nimmst den Deckel nicht ab, ne, der bleibt drauf, bis der Reis durch ist. Und dann hast du richtig schön fluffigen, krümeligen, also der nicht klebt, ne, non-sticky Reis auf türkische Art. Ne, Kochtipps gibt's hier auch noch. Ja, naja, jedenfalls, das riecht einfach genauso, wie wenn ich jetzt gleich Reis mache, ne, und dann mache ich da Butter rein und lass die schmelzen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie der mir warm gefallen wird. Schauen wir mal. Dann habe ich bestellt Limited Edition Marshmallow Chicks. Der musste natürlich auch mit, ne? Ich meine, so Marshmallow-Düfte sind ja auch immer voll mein Ding.
Ja, der ist jetzt auch wieder so richtig blöd gebrochen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Seht ihr das? Moment, so. Ja, doch, sieht man, oder? Ja. Aber der Duft ist toll, ne? Der Duft ist toll. Oh, so richtig süß, Marshmallow. Yummy. Oh, voll mein Ding, ne? Voll mein Ding. Ich bin sehr gespannt, wie der warm sein wird. Ich hoffe, er wird gut sein, ne? Ich hoffe es. Ja, dann, wir sind jetzt auch gleich durch, ne? Habe ich noch den Majestic Plum und Amethyst oder auch Amethyst mir bestellt. Ja, in der Hoffnung, dass das vielleicht ein geiler Pflaumenduft ist, ne? Weil ich bin ja noch immer auf der Suche nach dem perfekten Pflaumenduft, ne? Deswegen war ich hier, ach, der ist auch wieder so ganz blöd gebrochen, ne? Sieht man das? Ja, da sah man es ganz gut, da so. Aber gut. Ja, ich glaube, das ist auch noch nicht der perfekte Pflaumenduft. Da sind mir zu viele andere Komponenten noch mit drin. Der riecht beerig, flaumig. Ja. Also jetzt nicht schlecht, ne? Also beerig mag ich ja und Pflaume mag ich auch. Also er ist nicht schlecht, aber ja, ich habe irgendwie doch gehofft, dass er noch ein bisschen mehr Pflaume enthält, ne? Ja, aber ich finde, man riecht eher die Beeren. Ja, bin ich mal gespannt. Der riecht so ein bisschen mystisch, finde ich auch. So ein bisschen mystisch, beerig, flaumig. Könnte eigentlich auch ein guter... Ach, warte mal. Wo es mir gerade einfällt, wo ich wollte nämlich gerade sagen, das könnte auch ein guter Halloween-Duft sein. Und jetzt muss ich mal eben... Moment. Es gibt ja nämlich den Duft von Goose Creek. Beautiful Creatures. Den hatte ich hier nämlich gerade auf der Kommode stehen. Und da kam es mir gerade wie ein Geistesblitz, dass die irgendwie ähnlich riechen. Ja, der Beautiful Creatures riecht schon noch bäriger und noch süßer. Aber die gehen schon in eine sehr ähnliche Richtung. Also Beautiful Creatures. Oh, stell ich mal hier hin. Und der Majestic Plum und Amethyst. Gehen meiner Meinung nach in eine sehr ähnliche Richtung. Interessant. Ja, genau. Und dann sind wir jetzt auch beim letzten Duft angekommen. Tobacco and Caramel. Oder Tobacco Caramel. Tobacco Karamell. Tabak und Karamell, so. Ja, und ich mag ja diese Düfte ganz gerne. So Tabak, Karamell, Vanille, Tropical, Havanna, ne? So diese Vibes, das mag ich sehr gerne. Und das ist dann immer so ein bisschen... Entweder Hit or Miss, ne, sagt man ja. Also entweder oder, hop oder top, hop, flop, top oder flop, so, ne. Und ich war sehr gespannt. Entweder ich werde ihn mögen oder nicht so, ne. Und ich muss sagen, oh, der ist toll. Oh, der ist toll. Der erinnert mich so ein bisschen an den von Veloutier. Ich kann es hier mal verlinken. Ich hatte ja mal so ein ganzes Video über Veloutier-Wachse gemacht. Das sind ja diese Premium-teuren, arschteuren Wachse, die es bei Notino gibt. Oder Zalando? Nee, nicht Zalando. Flaconi. Flaconi oder Notino, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Da gibt es ja diese Veloutier-Wachse. Und da gibt es auch einen Duft, der heißt... Havanna-Café hieß der so, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und ich finde, die gehen in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Ja, ich bin sehr gespannt, wie er warm sein wird. Na, hoffentlich gut. Also er riecht sehr angenehm. So nach süßem Tabak mit, ja, so Karamell, süß einfach, ne? Oh, ja. Gefällt mir auch. Sehr gut. Ja, und das waren sie, meine... Es sind doch nur 17. Meine 17... Waren es nicht 18? Na, scheinbar nicht. Also meine 17 EBM Creations Wachse. wenn ich jetzt noch mal ein Ranking aufstellen müsste, meine Top 3, dann wäre das...
Okay, ich habe eine Top 4. 4, so. auf Platz 4 wäre für mich der Chocolate Amber. Einfach weil ich finde, dass der so ganz besonders ist irgendwie. Ne? So ein Duft, den man nicht so oft unter der Nase hat, der irgendwie was hat, also was mir richtig gut gefällt. Chocolate Amber auf Platz 4. Der Cashmere Cedar wäre bei mir auf Platz 3. Weil ich finde, das ist ein richtig schöner Flanell. Duft. Oh, der gefällt mir echt gut. Cashmere Cedar. Auf Platz 2 ist für mich Marshmallow Chicks. Weil das einfach so ein richtig süßer, ja, ich liebe so süße Düfte, ein süßer Marshmallow-Duft ist. Und auf Platz 1, ja, wie soll das anders sein? Ne? Lavender Marshmallow ist für mich auf jeden Fall auf Platz 1. Weil der einfach wunderschön ist. Oh. Ach, der geht für mich auch irgendwie in so eine Richtung von Goose Creek Lavender Vanilla. Oh, Moment, irgendwo steht er da doch, oder? Ja, man sieht ihn jetzt nicht. Er steht hier oben in zweiter Reihe. In der hinteren Reihe, deswegen sieht man ihn jetzt nicht. Aber ich finde, die gehen irgendwie in eine sehr ähnliche Richtung. Obwohl das ja Lavender Vanilla ist und der ist Lavender Marshmallow. Aber irgendwie riechen die schon sehr ähnlich. Und deswegen mag ich ihn wahrscheinlich auch so gern, ne? Also, das wäre auf jeden Fall mein Platz 1. Ja, und das war sie. Das war meine Bestellung. Ja, und wie versprochen kommt jetzt der zweite Teil. Wie gesagt, also die erste Bestellung, die ist jetzt letzte Woche, glaube ich, gekommen. Und die zweite Bestellung kam jetzt vorgestern oder so. Also deswegen dachte ich mir, drehe ich das jetzt nochmal hinten dran, damit das Video halt vollständig ist, ne, mit meiner zweiten Bestellung. Ja, warum habe ich jetzt noch ein zweites Mal bestellt? Also ich habe sie in der Zwischenzeit noch nicht warm getestet. Ja, so Schande auf mein Haupt oder über mein Haupt. Nee, Schande auf mein Haupt. aber. Ich hatte bei Facebook war das, glaube ich, gesehen, dass neue Düfte online gekommen sind. Und dann dachte ich so, guckst du mal kurz. Ne? Guck, nur mal gucken, ne? Also nur mal kurz gucken. Ja, und wie das dann immer so ist, war ich dann natürlich total angefixt und habe jetzt noch ein zweites Mal bestellt. Also ich kann euch leider immer noch nichts zu der Intensität oder so sagen, aber ja. Naja, jedenfalls kommen wir jetzt mal zu meiner zweiten Bestellung. Wie gesagt, es waren wieder ein paar Düfte dabei, wo ich dachte so, oh. Könnte ganz gut riechen, deswegen habe ich sie mir jetzt nochmal bestellt. Ja, und falls ihr es noch nicht wisst, sage ich es euch jetzt. Ich liebe, liebe, liebe den Duft Coffee Cupcake von Bears Wax Bakery. Bears Wax Bakery, mein Gott, kennt ihr bestimmt alle, das ist eine Handmade-Duftfee. Und als ich dann diesen Duft gesehen habe, dachte ich so, bitte lieber Gott, lass den so riechen wie den von Bear, ne, weil... Ja, ich finde den einfach so, so schön. Und das ist jetzt hier der Coffee Cake. Und ich mag halt diesen reinen Kaffeeduft überhaupt nicht. Also ich mag Kaffee gern trinken, aber in der Lampe mag ich das nicht, wenn der Kaffeeduft so stark, dunkel, nicht gezuckert, nicht gesüßt und ohne Milch. Also das ist, nee, so Kaffeedüfte mag ich nicht so. Ich mag das halt eher, wenn das so mit was Kuchigem gemischt ist oder was Süßem. Ja, deswegen ja, bin ich sehr gespannt, wie der Coffee Cake, beziehungsweise, also ich habe an allen schon geschnuppert, ne? Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie der warm sein wird. Weil, ja. Also er kommt nicht an den von Bea ran, das muss ich schon vorab sagen. Aber der hat halt so eine richtig milchige, so eine milchige Note mit ein bisschen Nuss ist auch drin. Das heißt, ein bisschen, eigentlich ist ganz schön viel Nuss drin, wenn ich so dran rieche. Ja, so Kaffee, was Nussiges, Milch, was Süßes, wahrscheinlich, ne, der Kuchenteig. Also, meiner Meinung nach hätte der Kuchenteig noch ein bisschen mehr rauskommen können, ne, weil, ja, keine Ahnung, mir gefällt das einfach so gut, wenn dieser Kuchenteig dann noch mehr rauskommt, ne. Vielleicht ändert sich das ja warm nochmal, ich weiß es nicht. Aber ja, der gefällt mir auf jeden Fall erstmal ganz gut. Dann habe ich hier auch noch so einen, der mir richtig gut gefällt. Oh, der Sherry Lady. Der Cherry Slushy. Sherry Slushy. Nein, der Cherry Slushy, mein Gott, so. Und ich liebe ja auch sehr, sehr gerne so künstliche Kirschdüfte. Ne? Oh, zum Beispiel der Looney Tunes von Scentsy, das ist auch so ein Kirschduft. Den finde ich auch, oh, so toll. Und ja, deswegen, also so ein künstlicher Kirschduft geht bei mir einfach immer.
Oh, und der riecht einfach so krass nach künstlich süßer Kirsche. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Oh, der ist leider auch richtig blöd zerbrochen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Sieht man es? Keine Ahnung. So, ja, ist richtig blöd zerbrochen. Aber der Duft. Oh. Also, wenn ihr den Duft Looney Tunes von Scentsy mögt, also ist ja auch so ein richtig süßer Kirschduft, dann schaut euch den mal an. Der ist, oh, so extrem pappsüß. Leider geil. Gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier noch so einen Kirschkandidaten, das ist der Bite Me. Aber ich muss sagen, der Cherry Slushy ist auf jeden Fall schöner. Der Bite Me ist auch schön, der hat auch eine schöne Kirschnote, aber der Bite Me hat noch so ein bisschen was Säuerliches drin. Ja, der ist nicht so krass süß-künstlich wie der Slushy-Duft. Der ist auch Kirsche und auch süß, aber nochmal anders. Also, ich finde, spritziger. Da ist auf jeden Fall irgendwie Zitrone oder so drin. Aber ja, gefällt mir auch gut. Also, ja, freue ich mich drauf. Ist ja eigentlich so ein Halloween-Duft, glaube ich, ne? Weil da ist ja so ein Vampir drauf mit so Vampirzähnen. Aber ist ja egal, ne? Ist doch egal. Ja, dann habe ich mir mitbestellt den Baya Cactus Blossom Type. Ich kenne aber keine Kerze, die so heißt. Ist das vielleicht eine Bath & Body Works Kerze? Ich weiß es nicht. Baya Cactus Blossom. Da hatte ich ja mal den Duft von Traumdüfte. Und den fand ich ja so schön, dass ich dachte, ja, bestellst du mal, ne? Hier von IBM das mit. Oh, und ich muss sagen, der riecht auch richtig schön. Der hat sowas leicht Florales, leicht Grünes, aber auch ein bisschen was Aquatisches. Ja, aquatisch jetzt nicht, also so, ja, so ein bisschen wässrig ist er irgendwie. So wässrig grün. Und ich weiß auch nicht, irgendwie gefällt mir das voll gut. Der Bayer Cactus Blossom. Dann habe ich mir noch bestellt Adam und Eva Love Spell. Ein Valentinstagsduft. Ja, und von einigen Duftfeen gibt es ja auch den Duft Love Spell. Deswegen dachte ich, bestelle ich den mal mit. Und guck mal, wie der so ist. Ja, der ist auf jeden Fall sehr süß. So fruchtig, floral, also so pink, ne? So pinke Früchte irgendwie, also so Beeren wahrscheinlich. Ja, ist nicht ganz so intensiv, muss ich sagen. Also der ist ein bisschen dezent. Ja, so ist auf jeden Fall so ein dunkler, so rote Früchte-Duft. So rote Früchte-Duft mit ja, so Blumen, Blüten, irgendwie so. So in die Richtung geht der. Love Spell. Adam und Eve. Genau, dann, ja, den muss ich mir auch natürlich mitbestellen. Den Blueberry Muffin. Ja, weil, keine Ahnung, das hat mich irgendwie schon wieder angesprochen. Ne? Vielleicht auch, weil ich hungrig war, ich weiß es nicht. Aber guck mal hier, der ist auch so schön gegossen, ne? Aber auch wieder zerbrochen. Und ich muss sagen, jetzt haltet euch fest, ne? Jetzt haltet euch fest. Ich glaube, ich kann schon fast behaupten, dass das der leckerste und beste Blaubeermuffin-Duft ist, den ich je unter der Nase hatte. Und wisst ihr auch warum? Der riecht für mich eins zu eins, also wirklich eins zu eins, wie der Blaubeermuffin von McDonald's. Also es gibt ja McCafé, da kennt ihr ja alle. Und beim McCafé gibt es einen Blaubeermuffin. Doch, McCafé, oder? Doch, ich glaube schon. Ich bin mir gerade. Nee, stimmt nicht. Das ist der von Starbucks. Genau, bei Starbucks gibt es einen Blaubeermuffin-Duft. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Also bei Starbucks gibt es einen Blaubeermuffin, also Muffin, den Kuchen, Muffin, ne? Und der hat obendrauf noch so ein bisschen so karamellisierter Zucker, so in die Richtung. Ich hatte da auch mal ein richtig gutes Rezept von Caro bekommen. Liebe Grüße. Ja, so in die Richtung geht das auf jeden Fall. Und ich liebe diesen Blaubeermuffin von Starbucks einfach so sehr. Wir haben ja leider keinen Starbucks in der Nähe. Der nächste Starbucks ist, ich glaube, in Bremen. Und Bremen ist von uns eine Stunde entfernt. Also, jetzt nicht so in der Nähe, ne? Aber, oh, also als ich an dem gerochen habe und jetzt auch wieder, ne? Muss ich einfach an diesen Starbucks-Muffin denken. Oh, und der schmeckt einfach so gut, ne? Und deswegen riecht der Duft auch so gut.
Und deswegen mag ich den richtig gerne. So voll, oh mein Gott. Ja, jetzt wieder kurz, ne, Food Storytime. Naja. Jetzt habe ich hier den Chocolate Covered Cherries. Ich habe sehr viele Kirschdüfte bestellt, weil ich liebe Kirschdüfte einfach. Und vor allem jetzt so im Sommer, also so Frühling, Sommer, ich liebe, liebe, liebe Kirschdüfte einfach. Und deswegen musste ich den auch mitbestellen. Oh, und der riecht auch wieder so lecker. So richtig lecker, yummy nach so einem Kirschlolli eigentlich, ne? Das riecht nach einem Kirschlolli mit Schokolade. Wobei ich finde, die Schokonote kommt jetzt noch gar nicht so krass raus. Ich finde, man riecht wirklich eher so diesen Kirschlolli. Geht auch übrigens wieder sehr stark in die Richtung Looney Tunes von Sensi. Wobei, ja, es kann sogar schon sein, dass der sogar noch mehr in die Richtung von Looney Tunes geht als der Cherry Slushy. Oh, also die ähneln sich schon sehr stark, muss ich sagen, der Cherry Slushy und der hier. Aber I love, I love, I love. Dann habe ich hier Bombshell Victoria's Secret Type. Ich muss sagen, den Duft kenne ich nicht, also so Victoria's Secret Düfte. Ich meine, da kommt man so jetzt auch gar nicht ran. Ich glaube, bei Müller gibt es doch irgendwie so diese Körpersprays. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht so der Fan von, weil ich finde, die riechen auch. Ich hatte da, glaube ich, mal eine Flasche von und ich fand, das hat man irgendwie gar nicht gerochen. Ne? Dann sprühst du das auf und nach 10 Minuten ist das irgendwie weg. Deswegen, also, kenne ich mich da jetzt nicht so aus, wie die Victoria's Secret Düfte riechen. Aber die Duftbeschreibung klang ganz nett und dann dachte ich mir so, ja, bestellst du den mal mit. Ja, und ich finde, der riecht sehr floral. Floral süß. So würde ich den beschreiben. Also so pink, ne? So pink, floral, süß. Ja, ist jetzt aber, ich habe ihn mir ehrlich gesagt schöner vorgestellt. Ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, der geilste Duft ever und so Signature Duft Victoria's Secret, so, ne? Also da dachte, hab ich mir irgendwie was Spektakuläreres vorgestellt irgendwie. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, oder wo ich das riechen würde und direkt denken würde, so, ja, genau das ist der Victoria's Secret Duft, so, wisst ihr? Er ist schon sehr Standard, muss ich sagen. Also er ist nicht schlecht, aber er ist schon sehr Standard. Also nichts Besonderes. Ja, und dann habe ich mir noch den Blue Agave und Coco bestellt. Da gibt es ja auch einige also Handmade-Duftfeen, die den Duft auch in ihrem Sortiment haben. So, mein Gott. Und ja, ich weiß, dass Jessie den Duft total liebt, diesen Blue Agave und Coco. Ja, und ich muss sagen, der ist echt schön, ne? Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ist das auch ein Dupe eigentlich zu irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass das ein Dupe zu irgendwas ist, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es riecht auf jeden Fall sehr schön. Also was, zu was auch immer es ein Dupe ist, es riecht sehr schön. Also vielleicht weiß das ja jemand von euch und kann mir das nochmal sagen. Ja, finde ich sehr schön. Sehr schön. Und das ist auch der letzte Duft, der Scent of the Month für Oktober. Cocoa Butter Cashmere. Ja, den musste ich jetzt auch nochmal mitbestellen, weil ich habe ja, ich weiß gar nicht, ist das? Ich bin mir gerade nicht sicher, von Iceflower gab es auch mal so einen Duft Cocoa Butter Cashmere oder war das Shea Butter Cashmere? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber da habe ich ja so einen ganzen Cookie. Und ja, den fand ich so schön, den Duft. Aber ich glaube, das ist Shea Butter, oder? War das auch Cocoa Butter? Tja, müsste ich jetzt mal nachgucken, aber kann ich jetzt nicht, weil ich drehe ja gerade. Aber jedenfalls dachte ich mir, bestellst du den auch nochmal mit. Ja, und oh, der riecht echt schön, ne? Oh, der riecht echt schön. So richtig wohlig. Angenehm. Wirklich wie so eine Körperbutter, so eine reichhaltige Körperbutter. Plus noch so was Kuscheliges dabei. Ja, das gefällt mir richtig, richtig gut. Cocoa Butter Cashmere. So. Ja, genau. Und das war jetzt der zweite Teil meiner Bestellung. Wenn ich jetzt nochmal sagen müsste, welche mir am besten gefallen haben, dann ist das eigentlich ganz einfach. Nämlich, ja doch, die drei haben mir auf jeden Fall am aller, aller, allerbesten gefallen. Und zwar auf Platz 1 ist für mich auf jeden Fall der Cherry Slushy, weil.
Ja, wer Kirschstifte mag, ne, ich kann es immer wieder sagen, guckt euch den an, der ist echt schön. Dann der, oh Gott, jetzt verabschiedet sich das hier schon, der Blueberry Muffin, ach, weil der mich einfach an diesen Starbucks Muffin erinnert. Oh, so lecker. Und der Blue Agave und Coco. Also ich muss sagen, die drei haben es mir echt am meisten angetan. Wobei ich natürlich die anderen auch schön finde, ne? Also zum Beispiel hier den Cocoa Butter Cashmere fand ich auch sehr schön. Der Coffee Cake. Ich hoffe nur, dass die Kuchennote noch ein bisschen mehr rauskommt. Warm. Ja, der Bombshell war so ein bisschen, ja, so 0815. Bite Me fand ich auch sehr schön. Ist eher so ein spritziger Kirschduft. Ja, der Chocolate Covered Cherries ist, wie gesagt, also ich finde, die riechen schon sehr ähnlich. Der Cherry Slushy und der Chocolate Covered Cherries. Deswegen, also, ne, entweder oder würde ich dann auf jeden Fall eher den nehmen. Der Love Spell, ja, ist auch ein schöner, ja, so ein rote Früchte-Duft, auch ganz schön. Und der Bayer Kaktusblossom, den fand ich auch sehr schön. Also es war eigentlich kein Flop dabei, bis auf der Bombshell. Also der ist eigentlich kein Flop, aber er ist halt so Standard. Also nichts Besonderes, finde ich. Ja, das war der zweite Teil meiner Bestellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne mal schreiben, was ihr zu den IBM-Wachsen sagt. Also wie gesagt, da gab es ja sehr viel kontroverse, hitzige Diskussionen drum. Und ja, genau. Mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen, außer danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Also macht's gut!